Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Niemand fährt gen Himmel. Wir hatten es in der letzten Predigt bereits gesehen, dass Jesus Christus dies klar und deutlich gemacht hat. Und daraus folgt natürlich auch die Tatsache, dass Elia zum Beispiel oder Henoch nicht in den dritten Himmel gefahren sind, wo Gott wohnt, wo Gott seinen Thron hat, wo die Engel wohnen. Wir hatten auch gesehen, dass wenn der Mensch stirbt, er keineswegs in den Himmel geht oder seine unsterbliche Seele, die er nicht hat, in den Himmel ginge, sondern der Mensch schläft einen traumlosen Schlaf und muss aus diesem Schlaf auferweckt werden. Und diejenigen, die in Christus gestorben sind, die werden im Zeitpunkt seiner Wiederkehr, seiner Rückkehr auferweckt werden. Und dann, wie wir in der Bibel bereits gesehen haben, werden sie in das Reich Gottes eingehen und werden herrschen. Die Bibel spricht von einem Millennium, von einer tausendjährigen Herrschaft. Und zwar einer Herrschaft, die anhalten wird, wenn sie beginnt. Darüber sind sich eigentlich so ziemlich alle einig, die an die Bibel glauben. Aber es gibt da Unterschiede im Hinblick auf, wann und wo das Millennium verbracht werden wird. Da gibt es eigentlich drei verschiedene Ideen. Zunächst einmal die Idee, dass das Millennium beginnt, noch bevor Jesus Christus buchstäblich zur Erde zurückkommt. Das ist die Idee, die eigentlich von der römisch-katholischen Kirche und in gewissem Umfang auch von den protestantischen Kirchen vertreten wird. Die Idee nämlich, dass Jesus Christus bereits in gewisser Weise zurückgekommen ist, und zwar zum Zeitpunkt des Pfingstfestes, als der Heilige Geist den Jüngern gegeben wurde. Damit sei angeblich der Beginn des Reiches Gottes hier auf Erden erfolgt. Also die Idee, dass die Kirche das Reich Gottes hier auf Erden sei und dass mit Erhalt des Heiligen Geistes bereits das Reich Gottes hier auf Erden errichtet worden sei. Nun, diese Idee würde voraussetzen, dass seit fast 2000 Jahren nun das Reich Gottes hier auf Erden errichtet ist. Ein Reich Gottes des Friedens, wo es keine Kriege mehr gibt. Ein Reich Gottes der Freude, der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit, wo jeder jeden liebt, jeder jedem zuvorkommt in Gunsterweisungen. Glauben wir wirklich, dass das Reich Gottes schon seit 2000 Jahren hier auf Erden besteht, wie das ja nach dieser Theorie der Fall sein müsste? Offensichtlich kann diese Idee nicht richtig sein im Hinblick auf das, was die Bibel uns lehrt, dass wenn das Reich Gottes errichtet wird, wenn das Millennium, die Herrschaft beginnt, es eine Herrschaft des Friedens sein wird für alle Menschen. Also diese Idee, die kann man sofort einmal vom Biblischen her ignorieren, ablehnen, die ist keinesfalls richtig, kann keinesfalls richtig sein. Nun, dann gibt es natürlich die zweite Idee, dass das Millennium beginnen wird, die tausendjährige Herrschaft beginnen wird, wenn Jesus Christus jetzt buchstäblich zurückkommt, wie er gesagt hat. Und das ist natürlich die Idee, wie wir bereits in vielen Predigten gesehen haben, wie wir auch noch weiter sehen werden, das ist die Idee, die die Bibel lehrt. Dass wenn Jesus Christus zurückkommt, dass dann das Reich Gottes hier auf Erden errichtet wird und dass dann das Millennium, die tausendjährige Herrschaft über die Erde beginnt. Aber dann gibt es noch eine dritte Idee. Eine Idee, die auch in gewissen Kreisen sehr populär geworden ist. Die gab es ursprünglich keineswegs, als damals die neutestamentliche Kirche gegründet wurde, aber die hat sich so im Laufe der Jahrhunderte als populär erwiesen. Und das ist die Idee, dass wenn Jesus Christus zurückkommt, er seine Jünger mit in den Himmel nehmen wird. Und dann werden wir für 1000 Jahre im Himmel sein. Und das Millennium wird eigentlich im Himmel stattfinden, nicht auf Erden. Denn die Idee ist, dass die Erde für diese 1000 Jahre wüst und leer sein wird, ohne Menschen, ohne Bewohner. Alle Menschen werden zerstört sein. Es wird dies eine Wüste sein, eine Wüste für 1000 Jahre, der Wohnort von Satan und seinen Dämonen, aber keine Menschen, sodass das Millennium, die Herrschaft, im Himmel stattfinden wird für 1000 Jahre. Das ist zum Beispiel die Idee der Siebenten-Tags-Adventisten und auch anderer kleinerer Splintergruppen, die sich dieser Idee angeschlossen haben. Aber die Frage, die ich heute mit Ihnen behandeln möchte, ist diese Idee biblisch? Wo kommt diese Idee her? Wie hat sie sich entwickelt? Worin bestehen ihre
hauptsächlichen Aussagen. Nun, wie Sie vielleicht alle wissen, oder einige von Ihnen, ist diese Idee propagiert worden von Ellen G. White, einer Begründerin, sagen wir einmal, der Adventistenkirche, die ja nun auch als Prophetin angesehen wird. Diese Frau, Ellen G. White, die hat Visionen gehabt. Und in diesen Visionen hat sie das gesehen, was ich gerade Ihnen hier beschrieben habe, die Idee, dass wir also für 1000 Jahre lang im Himmel sein werden, nach der Rückkehr Jesu Christi, dass er uns in den Himmel nehmen wird, um dort mit ihm für 1000 Jahre zu herrschen. Das hat sie also in diesen Visionen erfahren. Und wir werden uns gleich einmal anschauen, ob diese Visionen denn der Bibel entsprechen. Wenn sie nämlich der Bibel entsprechen, dann könnte Ellen G. White in der Tat eine wahre Prophetin Gottes sein. Wenn sie allerdings der Lehre der Bibel nicht entsprechen, dann kann auch Ellen G. White nicht in Anspruch erheben oder man kann ihr nicht in Anspruch geben, dass sie eine Prophetin Gottes gewesen ist, die mit göttlicher Autorität gesprochen habe, denn sie würde ja dem widersprechen, was Gottes Wort die Bibel uns sagt. Nun, Ellen G. White hat alles dies selbst beschrieben. Und zwar am 7. April des Jahres 1847 hat Ellen G. White, geborene Harmon, Visionen gehabt. Eine Vision und danach kamen weitere Visionen. Und in dieser Vision, so sagt sie, wurde sie in den dritten Himmel transportiert. Und dort hat sie in diesen Visionen nun himmlische Dinge gesehen. Und ihr wurden himmlische Offenbarungen zuteil. Und sie hat dies alles in ihrem bekannten Buch The Great Controversy beschrieben. Im Deutschen der große Kampf oder der große Konflikt, je nachdem wie das übersetzt worden ist. Und ich möchte hier ein wenig aus ihrem Buch vorlesen, aus dem englischen Original, und das ein wenig jetzt ins Deutsche übertragen, was sie selbst gesagt hat und geschrieben hat. Sie sagte, diese Vision ergab, dass Christus sein Volk in die Stadt Gottes bringen wird. Die Erde wird von allen Einwohnern befreit sein, in dem Sinne, es werden keine Einwohner mehr auf Erden geben. Die ganze Erde in dieser Vision erschien öde und leer, eine desolate Wüste und Wildnis. Der Offenbarer in dieser Vision hat ja auch gesagt, dass während dieser Zeit Satan in diesem Zustand der chaotischen und desolaten Erde sein wird, herrschen wird oder leben wird. Und das würde für 1000 Jahre andauern. Sie sagt wörtlich, das ist das Heim von Satan und seiner bösen Engel für 1000 Jahre, laut dieser Vision. Nun ist das etwas, was die Bibel lehrt. Ist das das, was die Bibel uns sagt, was geschehen wird, wenn Jesus Christus zurückkommt und wenn das Millennium beginnt? Wird es im Himmel ausgetragen werden oder wird es auf der Erde erlebt werden? Und wenn ja, in welchem Zustand wird die Erde sein? Nun zunächst einmal etwas Persönliches über Ellen G. White. Ich habe hier einige Bücher, Zitate aus einigen Büchern, die etwas uns über das Leben von Ellen G. White sagen. Da gibt es zum Beispiel folgende Aussage von Jacob Brinkerhoff in The Bible Advocate. Und dieser Herr Brinkerhoff, der schreibt schlicht und ergreifend, Mrs. White's Visionen waren nichts weiter als das Produkt einer ungesunden Gesinnung und eines ungesunden Körpers. Nun, wie kommt er zu dieser Feststellung, zu dieser Idee? Ein weiteres Buch von Richard Nichols schreibt in seinem Buch A History of the Seventh Day Church of God, dass von ihrer Kindheit bereits, als sie einen Stein gegen den Kopf geworfen bekam und in einem Koma war für mehrere Tage und dann auch durchweg im Hinblick auf ihr weiteres Leben, hat sie von oder an nervösen und physischen Störungen gelitten. Im Englischen, she suffered nervous and physical disorders. Und dann schreibt Ronald Numbers in Prophetess of Health, A Study of Ellen G. White, dass sie verschiedene Trance-Zustände hatte. Und da fiel sie hin und wieder aus ihrem Sessel heraus auf den Boden. Und sie sagt, oder dieses Buch sagt hier, dass sie diese Trance-Zustände zwischen 5 bis 10 Mal im Jahr hatte und dass sie
mehrere Minuten gedauert haben, aber manchmal auch sogar mehrere Stunden. Und wenn die Vision beendet war, dann hatte sie keinerlei Kraft mehr. Und man musste ihr zu ihrem Sessel, zu ihrem Stuhl helfen. Sie war dann in einem todesähnlichen Zustand. Und er konnte mehrere Tage lang andauern. Zu gewissen Zeiten, heißt es in diesem Buch, hatte sie aber auch außergewöhnliche Kraft, außergewöhnliche Stärke. Und es wird hier berichtet, dass sie einmal einen 18 Pfund schweren Tisch mit einer ausgestreckten Hand, mit einem ausgestreckten Arm für eine halbe Stunde lang gehalten habe. Wenn dieser Zustand über sie kam, war es noch nicht einmal den stärksten Menschen möglich, den stärksten Männern, sie zu bändigen. Nach diesen Visionen, nach diesen Trancezuständen, war sie vor mehrere Wochen vielfach geistesabwesend. Es heißt auch hier, dass sie an einem Morgen einmal auf ihren Knien gebetet hat und sie bemerkte, wie eine Vision über sie kam. In diesem Augenblick hatte sie Zweifel, ob diese Vision jetzt von Gott kam. Und es heißt hier, sie wurde sofort in einen todesähnlichen Zustand versetzt und sie konnte auch nicht sprechen für 24 Stunden. Und danach hat sie nie mehr den Ursprung dieser Vision hinterfragt. Nur wenn man das alles zusammennimmt und dann sich die Bibel anschaut, dann kann man bemerken, dass es da gewisse Stellen gibt, die uns natürlich zeigen, dass wie zum Beispiel Zacharias, der der Vision des Engels nicht glauben wollte, stumm war für eine gewisse Zeit. Wir lesen natürlich auch von Menschen, die starke Kräfte hatten, aufgrund von dämonischer Beeinflussung und Besessenheit. Also alle diese Aussagen, die wir hier haben, sind sehr interessant, aber sie sagen uns eigentlich noch nicht genau etwas über den Zustand von Ellen G. White. Es sei denn, wir können anhand der Visionen, die sie gehabt hat, feststellen, ob die biblischen Ursprungs, göttlichen Ursprungs gewesen sein können oder nicht. So, wie sieht es jetzt mit der Vision aus, zum Beispiel der Idee, dass die Erde während der Herrschaft Christi, während des Millenniums, wüst sein wird, entleert sein wird von ihren Bewohnern, dass es dort keine Menschen mehr geben wird, dass es nur noch Satan und seine Dämonen geben wird, die während dieser Zeit hier auf Erden leben werden. Ist das etwas, was die Bibel uns sagt? Bestätigt dies die Bibel? Wenn nicht, dann kann man schon von vornherein sagen, dass die Vision, die Ellen G. White hatte, die sie in ihrem Buch beschreibt, keineswegs göttlichen Ursprungs gewesen sein kann. Denn Gott kann sich ja nicht widersprechen. Und wir gehen davon aus, dass die Bibel Gottes inspiriertes Wort ist. Schauen wir uns einmal an, was im Buch Jesaja geschrieben steht. Jesaja Kapitel 24 und in Vers 6. Jesaja Kapitel 24 und Vers 6. Es wird hier von einem Zustand gesprochen, der existieren wird kurz vor der Wiederkunft Christi. Und es ist in der Tat richtig, dass es zu katastrophalen Zuständen kommen wird, aber wird dieser Zustand andauern auf Erden, wenn Christus zurückkommt? Und wie wird dieser Zustand selbst vor der Wiederkunft Christi beschrieben? Jesaja 24 und Vers 6, darum frisst der Fluch die Erde, der Fluch, der uns anhaftet, wenn wir Gottes Gesetze übertreten. Gott hat uns ja damals schon, und den Israeliten ja nun auch, gesagt, dass wenn wir seine Gesetze halten, dann werden wir gesegnet. Wenn wir seine Gesetze brechen, dann werden wir verflucht. Und die Bewohner der Erde im Großen und Ganzen brechen die Gebote und Gesetze Gottes. Und darum frisst der Fluch die Erde und büßen müssen es, die darauf wohnen. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenig Leute übrig bleiben. Wenig Leute bleiben übrig, aber einige bleiben übrig. Das ist auch das, was Christus uns sagt. Im Matthäus-Evangelium sagt, wenn diese schrecklichen Tage der großen Trübsal nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig, aber der Zusammenhang ist, am Leben bleiben, würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt werden, sodass eben Menschen am Leben bleiben können. Also hier allein aus diesen Stellen sehen wir bereits, dass diese Vision von Ellen G. White nicht dem entspricht,
was die Bibel lehrt. Aber es gibt weitaus mehr Stellen, die dies klarstellen, wie zum Beispiel in Jesaja Kapitel 11. Jesaja Kapitel 11, angefangen in Vers 1. Jesaja Kapitel 11 und angefangen in Vers 1. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus einer Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird haben er an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten, aber schauen Sie, es geht jetzt nicht um das erste Kommen Jesu Christi. Hier wird jetzt deutlich vom zweiten Kommen Jesu Christi gesprochen. Wenn er zurückkommt, denn als er hier auf Erden war als Mensch, während seines ersten Kommens hat er gar nicht gerichtet, wie er klar und deutlich gesagt hat, ich richte niemanden. Aber er wird kommen, um zu richten, wenn er zurückkehrt. Und so lesen wir, wie das geschehen wird in Vers 3. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Aber es soll ja angeblich gar keine Armen und Elenden im Lande mehr geben. Die Erde soll ja unbewohnt sein. Über wen soll Christus da richten? Schauen Sie, es wird klar und deutlich hier von einem Richten gesprochen über Menschen, die dann auf Erden leben werden, wenn er zurückkommt. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Jetzt Vers 6. Nun, wird das geschehen zu einer Zeit, wenn die Erde wüst und leer sein wird? Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe, ja wieso kleiner Knabe, angeblich soll es doch gar keine Menschen mehr auf Erden geben. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein entwöhntes Kind wird seine Hand strecken in die Höhe der Nattern. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge. Wenn nur Satan und seine Dämonen auf Erden leben würden, dann würde nichts als Sünde getan werden. Aber Gott sagt, was sein heiliger Berg angeht, wo er herrschen wird, da wird keine Sünde getan werden. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Lesen wir weiter in Vers 10. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden fragen. Und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein. Und dann geht es sogar noch weiter, wenn Christus zurückkommt. Was wird er dann noch tun? Er wird zu der Zeit, und wie ich sagte, zu der Zeit ist eine Aussage, die sich immer auf den Zeitpunkt bezieht, kurz vor der Wiederkunft Christi, bis hin zur Wiederkunft Christi und danach. Zu der Zeit wird er zum zweiten Male seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volkes loskaufe, der übrig geblieben ist. Also da sind Menschen übrig geblieben. Es sind nicht alle Menschen gestorben. Die Erde wird nicht wüst und leer sein in dem Sinne, dass es keine Menschen mehr geben wird. Es werden hier Menschen in Sklaverei sein. Das Haus Israel und das Haus Juda wird in die Sklaverei gehen, wie uns die Bibel dies sagt, kurz vor der Wiederkunft Christi. Und wenn Christus zurückkommt, wird er diese Menschen aus der Sklaverei befreien, aus den Ländern, wo sie hingetrieben worden sind, und zurückbringen ins gelobte Land, ein Thema einer weiteren Predigt in der Zukunft. Und da heißt es hier, und er wird zu der Zeit zum zweiten Male seine Hand ausstrecken. Das erste Mal war es, als er Israel aus Ägypten geführt hat. Aber es wird zu einem zweiten Mal geschehen, weil es wiederum eine zweite Sklaverei geben wird, des gesamten Hauses Israel und Juda. Dass er den Rest seines Volkes loskaufe, der übrig geblieben ist in Assur, in Ägypten, in Patros, in Kusch, in Elam, in China, in Hamat und auf den Inseln des Meeres. Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas. Schauen Sie, zwei verschiedene Kategorien werden angesprochen. Die Verjagten des Hauses Israel und die Zerstreuten des Hauses Juda. Die wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Und dann schauen wir uns auch noch Vers 16 an.
Und es wird eine Straße da sein für den Rest seines Volkes, das übrig geblieben ist in Assur, wie sie für Israel da war zur Zeit, als sie aus Ägyptenland zogen. Auch hier wiederum, die Sklaverei aus Ägyptenland wird abgeschafft. Jetzt wird die Sklaverei abgeschafft, die hauptsächlich durch Assur, durch Assyrien, das moderne Assyrien, zustande kommen wird. Und es wird eine Straße da sein, also eine Straße, die ihnen den Weg ebnen wird, um ins gelobte Land gelangen zu können. Alles dies zeigt, dass es weiterhin Menschen auf Erden geben wird, während des Millenniums, über die Jesus Christus herrschen wird, mit Gerechtigkeit, mit Barmherzigkeit, mit Weisheit, aber auch mit kompromissloser Stärke. Er wird nicht zulassen, dass es weiterhin Gottlose geben wird, die durch ihre Gottlosigkeit und Rebellion Unheil anstiften oder anrichten werden auf dieser Erde. Nun, wie steht es mit dieser Idee überhaupt, dass das Land, die Erde, wüst und leer sein wird? Frau White hat hier auf eine Stelle verwiesen, später, um ihre Visionen zu rechtfertigen, in Jeremia Kapitel 4. Nun schauen wir uns einmal diese Stelle an, in Jeremia Kapitel 4. Und die soll also angeblich zu Beginn des Millenniums stattfinden, oder das ganze Millennium hindurch. Jeremia Kapitel 4, die Verse 23 bis 27. Zunächst einmal wird in Vers 5 davon gesprochen, dass dies an Juda ergehen soll, diese Warnung. Dann heißt es in Vers 23, ich schaute das Land an, nicht die Erde, das Land. Welches Land? Nun, das Land Juda, um das es scheinbar hier geht. Ich schaute das Land an, siehe, es war wüst und öde, und den Himmel, und er war finster. Und ich sah die Berge an, und siehe, sie bebten, und alle Hügel wankten. Und sah und siehe, da war kein Mensch, und alle Vögel unter dem Himmel waren weggeflogen. Ich sah und siehe, das Fruchtland war eine Wüste, und alle seine Städte waren zerstört vor dem Herrn und vor seinem grimmigen Zorn. Vers 27. Denn so spricht der Herr, das ganze Land soll wüst werden, aber ich will mit ihm doch nicht ganz ein Ende machen. Also zunächst einmal geht es um das Land, nicht die Erde. Das heißt nicht, die ganze Erde war wüst und leer und es war kein Mensch mehr da und alle Vögel sind vernichtet worden. Das heißt nur, die sind weggeflogen. Wenn sie weggeflogen sind, sind sie irgendwo hingeflogen. Und auch hier sagt Gott, aber ich will noch nicht einmal mit dem ganzen Land ein Ende machen. Natürlich nicht. Aber zunächst einmal wird das Haus Juda in die Sklaverei geführt werden, aus dem Land herausgeführt werden, in den meisten Fällen, und in anderen Ländern zunächst einmal zerstreut sein. Aber auch dann wird Gott nicht ein Ende machen mit dem ganzen Land. Ein Vorläufer fand unter Nebukadnezar statt. Und auch da wurden natürlich die Menschen aus dem Land Juda herausgeholt, versklavt, nach Babylon geführt. Aber auch da wurde nicht mit dem ganzen Land ein Ende gemacht, denn es wurden ja andere Menschen dann dort nieder, die ließen sich dann nieder, wurden da hingebracht. Also diese Stelle sagt keineswegs und würde ja auch all den anderen Stellen, die wir bereits gelesen haben und noch lesen werden, widersprechen, dass zur Zeit des Millenniums die ganze Erde wüst und leer sein würde. Schauen wir uns einmal Offenbarung Kapitel 11 an. Offenbarung Kapitel 11 und lesen wir Vers 15. Dies ist zum Zeitpunkt der siebten, der letzten Posaune. Wenn die Posaune erschallen wird, wenn Jesus Christus zurückkommen wird, wenn die Heiligen, die in Christus gestorben sind, auferweckt werden und dann in das Reich Gottes eingehen als Geistwesen, unsterbliche Geistwesen, als Mitglieder, wiedergeborene Mitglieder der Familie Gottes. Und wenn die noch am Leben sind in Christus, die werden auch verwandelt werden zur Unsterblichkeit und ebenfalls Eintritt erlangen in das Reich Gottes. Und der siebte Engel blies seine Posaune. Und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt, unseres Herrn und seines Christus geworden. Die Reiche der Welt, die sind dem Christus übergeben worden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit über die Reiche der Welt. Aber die scheinen ja gar nicht mehr zu existieren, wenn man Frau White Glauben schenken will. Weil die sind ja alle zerstört, die gibt es nicht mehr, es gibt keine Menschen mehr, alles ist wüst und öde.
Also auch diese Stelle zeigt uns, dass dies nicht der Fall sein kann. Aber schauen wir ein wenig weiter, was im Buch Daniel darüber geschrieben steht. Wenn Jesus Christus die Herrschaft über die Welt annehmen wird. In Daniel Kapitel 2. Und nicht nur Jesus Christus, sondern auch seine Jünger, die mit ihm und unter ihm herrschen werden. Nicht im Himmel, über den Himmel, sondern, wie wir sehen werden, auf Erden, über die Erde. Daniel Kapitel 2 und Vers 44. Daniel Kapitel 2 und Vers 44. Aber zur Zeit dieser Könige, welche Könige sind gemeint? Es geht hier um 10 Hörner. Der Nebukadnezar hatte nämlich einen Traum gehabt, oder vielmehr geht es hier auch um 10 Zehen. In anderen Stellen wird von 10 Hörnern gesprochen. Sie beide bedeuten das Gleiche. Dieser Nebukadnezar hatte eine Statue gesehen und diese Statue symbolisierte 4 aufeinanderfolgende Weltreiche. Und das vierte und letzte Weltreich, das Römische Reich, würde 10-mal erneuert werden und würde dann zum Schluss von 10 Nationen oder Nationengruppen regiert werden. Von 10 Könige. Und es heißt hier, zur Zeit dieser Könige, also wenn die dann herrschen werden und die werden dann ihre Autorität, ihre Macht dann noch an einen charismatischen Führer weitergeben, der das Tier genannt wird in der Bibel, im Buch der Offenbarung. Zur Zeit dieser Könige, Vers 44, wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten. Aber nicht im Himmel, schauen Sie, sondern er wird ein Reich aufrichten, offensichtlich hier auf Erden, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Also Gott wird sein Reich hier auf Erden errichten, wird keiner weltlichen, menschlichen Macht mehr erlauben zu herrschen, weil der Mensch seit 6000 Jahren bewiesen hat, dass er unfähig ist, über sich und andere zu herrschen. Nein, Gott wird das Reich Gottes hier auf Erden errichten und es wird nicht mehr anderen gegeben werden, anderen Menschen, aber es wird jemand anderes Einzug erlangen in das Reich Gottes. Schauen wir uns dies an in Daniel Kapitel 7. Daniel Kapitel 7 und angefangen in Vers 21. Und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen. Nun, das Horn wird hier als das kleine Horn in anderen Stellen bezeichnet. Ein kleines Horn, eine religiöse Macht, die sich unterstehen wird, Zeit und Gesetz zu ändern. Das Gesetz über die heiligen Zeiten, die heiligen Festzeiten Gottes. Unter anderem wird es dies tun. Und es wird auch die Heiligen, die nach wie vor willens sind, bereit sind, Gott zu gehorchen, seine Gebote zu halten, wird diese Heiligen verfolgen, wie es dies schon seit vielen, vielen Jahrhunderten getan hat. Und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen. Und es behielt den Sieg über sie. Im Großen und Ganzen ist das der Fall. Die wahre Kirche Gottes herrscht heute keineswegs, hat heute keineswegs einen sehr großen Einfluss. Es ist das kleine Horn, das diesen großen Einfluss hat. Aber es wird nur noch für eine gewisse Zeit kämpfen und siegen. Es heißt nämlich, bis der kam, der uralt war, eine Bezeichnung hier, die sich auf Jesus Christus bezieht. Das Wort, der uralt war, kann sich auf Gott den Vater beziehen. An dieser Stelle bezieht es sich hier auf Jesus Christus, bis der kam, der uralt war und Recht schaffte den Heiligen des Höchsten. Der Höchste ist in der Tat Gott der Vater. Und bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen. Das Reich Gottes, die Herrschaft. Sie würden dann herrschen mit und unter Christus, wenn er kommt. Nicht 1000 Jahre später und nicht im Himmel. Und so lesen wir dann weiter in Vers 26. Und danach wird das Gericht gehalten werden. Und dann wird ihm, diesem kleinen Horn, dieses Horn, das wie wir in Vers 25 lesen, den Höchsten lästern wird und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Und das heißt, und sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit oder 3,5 Jahre, die Zeit der großen Trübsal. Aber dann in Vers 26, und dann wird das Gericht gehalten, und dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Er wird niemals mehr die Macht haben, über andere zu herrschen. Dieses kleine Horn, diese religiöse Macht. Aber Vers 27, das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel. Hier wird es ganz deutlich, über wen
die Heiligen herrschen werden. Über die Königreiche unter dem ganzen Himmel, nicht im Himmel. Zunächst einmal gibt es dort keine weltlichen Königreiche, aber darum geht es ja auch gar nicht. Nein, es sind die Königreiche unter dem ganzen Himmel, das Reich und die Macht und die Gewalt, die wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Also es wird nicht mehr an ein anderes menschliches Volk gegeben werden, sondern dem Volk der Heiligen des Höchsten, dem göttlichen Volk, der Gottfamilie. Wenn wir ins Reich Gottes eingehen, werden wir teilhaben an der Familie Gottes, die zurzeit aus Gott, dem Vater und Jesus Christus besteht. Aber wir werden hineingeboren werden in das Reich Gottes und teilhaben an diesem Reich. Wir werden Gott sein. Meine Damen und Herren, es ist wichtig, dies zu begreifen. Wenn wir in das Reich Gottes eingehen, müssen wir Gott sein, denn das Reich Gottes ist die Familie Gottes, ist Gott. Und sie können nicht im Reich Gottes sein, es sei denn, sie sind Gott. Sie sind ein Gottwesen, eine Tochter, ein Sohn Gottes des Allerhöchsten, wo Jesus Christus unser Bruder ist, der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern. Also so lesen wir, das Reich und die Macht und die Gewalt, die wird dem Volk des Heiligen oder der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen hier auf Erden während des Millenniums. Mit anderen Worten, es wird Mächte auf Erden geben, die ja nun Christus und dem Volk der Heiligen gehorchen sollen und werden. Und wir werden gleich auch noch sehen, wie dies geschehen wird. Also auch hier wiederum wird uns deutlich gesagt, dass die Visionen, die Ellen White gehabt hat, keineswegs göttlichen Ursprungs gewesen sein können. Die Idee, dass wir in den Himmel eingehen, wenn wir sterben, oder dass wir in den Himmel eingehen, wenn Christus zurückkommt, ist absolut unrichtig. Entspricht nicht dem, was die Bibel lehrt. Kommt nicht von Gott. Lesen wir weiter. Im Buch Sacharja. Sacharja Kapitel 14. Sacharja Kapitel 14. Und lesen wir angefangen in Vers 1. Sacharja Kapitel 14 und angefangen in Vers 1. Siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, dass man in deiner Mitte unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat. Wiederum wird das Haus Juda angesprochen, hauptsächlich hier Jerusalem. Denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und die Stadt wird erobert. Die Häuser werden geplündert. Und die Frauen geschändet werden. Und wir lesen ja, dass Christus sagt, wenn ihr Jerusalem von Armeen belagert sehen werdet. Und wenn ihr auch den Gräuel der Verwüstung aufgerichtet sehen werdet, in heilige Städte, wo er nicht sein soll, dann wisst, dass die Verwüstung, die Zerstörung Jerusalems nahe beigekommen ist. Dies ist eine Endzeitprophezeiung. Er sprach nicht nur von 70 nach Christus, als der römische General Titus Jerusalem belagerte. Er spricht im Zusammenhang von der Endzeit. Und so wird hier auch beschrieben, was geschehen wird noch in der Zukunft. Ich meine in der nicht so fernen Zukunft. Die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden. Wie ich sagte, Versklavung wird hier angedeutet. Aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Einige werden dort noch sein. Einige werden dort noch bleiben. Vers 4. Und seine Füße, die Füße Jesu Christi, des Messias, wenn er zurückkommen wird, was wird er tun? Wird er seine Heiligen mit in den Himmel nehmen und dann für 1000 Jahre dort im Himmel mit ihnen herrschen? Nein, seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, sehr weit auseinander, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Wir lesen ja auch im Zeitpunkt der letzten Posaune, dass es Erdbeben geben wird, ein so gewaltiges Erdbeben. Das heißt, die Berge werden nicht mehr gefunden werden, andeutend, dass sie entweder gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt existieren werden oder aber, dass sie jedenfalls nicht an dem Ort gefunden werden, wo sie vorher waren. Das wird Christus tun, wenn er zurückkommt. Vers 8. Zu der Zeit werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen. Die eine Hälfte zum Meer im Osten, die andere Hälfte zum Meer im Westen. Und so wird es sein im Sommer und im Winter. Vers 9. Und der Herr wird König sein über alle Lande. Nicht im Himmel, über den Himmel, nein, über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Mit anderen Worten, es wird keine Götzenverehrung mehr geben. Menschen werden nicht mehr dann heidnische Götter anbeten. Und was wird geschehen, wenn das Millennium
beginnt, hier auf Erden. Und nicht alle Völker sofort bereit sind, die Gesetze und Gebote Gottes zu halten, denen ja gesagt worden ist, das kleine Horn hat ja die Festzeiten geändert. Man braucht ja die heiligen Tage Gottes nicht mehr zu halten. Man kann jetzt ja heidnische Festtage halten, wie zum Beispiel Weihnachten oder Ostern oder Halloween. Und Sie kennen ja noch weitere Festtage, die Sie vielleicht gehalten haben, vielleicht immer noch halten, die aber keineswegs der Bibel entsprengen und entsprechen. Aber Gott hat Festzeiten gegeben. Jährliche Festtage, 7 an der Zahl, die wir als Christen heute noch nach wie vor zu halten haben, die auch Gott im Millennium weiterhin bestehen lassen wird, sodass die Menschen sie auch dann halten werden. Und nicht jeder wird es sofort tun. Da braucht es eine gewisse Gedankenumstellung, eine Entwicklung, dass man sich klar darüber wird, dass man diese Tage halten muss. Und schauen wir uns einmal an, was geschieht in Vers 16. Und alle, die übrig geblieben sind von allen Heiden, die gegen Jerusalem zogen, also es werden Menschen übrig bleiben. Die Idee, dass es keine Menschen mehr auf Erden geben wird, wenn Christus zurückkommt, ist verkehrt. Auch hier, es werden die, die übrig bleiben oder übrig geblieben sind von den Heiden, die gegen Jerusalem gezogen sind, was werden die tun? Die werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den Herrn, Zebaoth, den König, und um das Laubhüttenfest zu halten. Diese 7-tägige Zeitspanne des Laubhüttenfestes, die dann von dem 8. großen Tag gefolgt wird. Dieses Laubhüttenfest, das ja das Millennium symbolisiert. Und der 8. Tag symbolisiert dann die 2. Auferstehung, wo die Gelegenheit all den Menschen gegeben wird, Christus anzuerkennen und anzunehmen, als ihren persönlichen Erlöser zu bereuen, den richtigen Weg zu gehen, die vorher diese Gelegenheit noch nicht hatten, die gestorben sind ohne jeweils oder jemals von Christus, von dem wahren Gott der Bibel, von den Gesetzen, von den Geboten gehört zu haben. Also dieses Laubhüttenfest, das ja das Millennium symbolisiert, wird natürlich während des Millenniums gehalten werden. Aber einige werden es vielleicht nicht gleich tun. Und so lesen wir Vers 17. Aber über das Geschlecht auf Erden, das nicht heraufziehen wird nach Jerusalem, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, über das wird es nicht regnen. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzöge und käme, so wird auch über sie die Plage kommen. Welche Plage? Nun, es wird über sie nicht regnen. Mit der Herr aller Heiden schlagen wird, wenn sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Darin besteht die Sünde der Ägypter und aller Heiden, dass sie nicht heraufkommen, um das Laubhüttenfest zu halten. Also es wird Menschen geben im Millennium. Christus und seine Jünger werden über diese Menschen herrschen. Die werden denen zeigen, wie man leben soll. Einige werden nicht sofort die Wahrheit anerkennen, werden sich zunächst einmal weigern, aus welchen Gründen auch immer, das Laubhüttenfest zu halten. Gott wird mit ihnen dann wiederum mit einer Sprache sprechen, die sie verstehen. Und sie werden dann das Laubhüttenfest halten. Und letztendlich wird es keine Sünde mehr geben auf Gottes heiligen Berge, wie es hier heißt. Und die Erde wird voll sein von der Erkenntnis Gottes und der Gerechtigkeit. Also alles dies zeigt wiederum doch sehr deutlich, dass es nicht richtig sein kann zu meinen, dass es keine Menschen mehr auf Erden geben wird, wenn Christus zurückkommt. Im Buch Jesaja lesen wir Kapitel 9. Jesaja Kapitel 9. Lesen wir die Verse 5 und 6. Jesaja Kapitel 9, die Verse 5 und 6. Man kann es hier nicht darum gehen, eine gewisse Organisation anzugreifen. Es geht mir darum, die Wahrheit zu predigen. Nun, einige dieser Organisationen sagen, dass wir die Wahrheit nicht predigen, weil wir nicht das glauben und das predigen, was sie predigen. Und so müssen wir natürlich anhand der Bibel zeigen, wo die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist eben nicht bei denen, die sagen, dass wir für 1000 Jahre lang im Himmel sein werden, um dort das Millennium zu verbringen, sondern die Wahrheit ist bei denen, die das lehren, was die Bibel lehrt. Und so lesen wir in Jesaja Kapitel 9, die Verse 5 und 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende, auf dem Thron Davids. Und wo ist dieser Thron Davids? Nun, hier auf Erden natürlich. Und seine Herrschaft wird groß werden
auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Schauen Sie, das ist eine Prophezeiung im Hinblick auf Jesus Christus, und zwar der überwältigende Zusammenhang dreht sich um sein zweites Kommen. Denn als er zunächst kam, hier auf diese Erde als Mensch, hatte er keineswegs eine Herrschaft über diese Erde übernommen. Man wollte ihn damals gewaltsam zum König machen, hat dies abgelehnt. Und als er dies ablehnte, da wollte man ihn dann kreuzigen, hat dies auch getan. Man war enttäuscht darüber, dass er jetzt nicht die Herrschaft über die Welt, über die Römer übernahm, dass er nicht das Reich Gottes für Israel, wie sich die Juden das damals vorgestellt haben, übernahm. Aber Christus wird kommen als der Messias, um dies zu tun. Das war bereits prophezeit worden durch den Engel an Maria in Lukas Kapitel 1. Aber behalten Sie Ihren Finger hier im Buch Jesaja, wir kommen gleich darauf zurück. Aber in Lukas Kapitel 1 lesen wir doch einmal die Verse 32 und 33. Lukas Kapitel 1 und die Verse 32 und 33. Da sagt der Engel, angefangen in Vers 31, zu Maria: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Vers 32, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, Sohn Gottes. Er würde als solcher bekannt werden. Er war immer schon der Sohn Gottes, aber er würde jetzt als der Sohn des Höchsten bekannt werden. Er wird so genannt werden, wie es heißt. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Wann? Nicht im Zeitpunkt, als er damals als ein Mensch auf die Erde kam. Das würde in der Zukunft geschehen. Denn es heißt hier auch weiter in Vers 33, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Also er wird über das Haus Jakob, das Haus Israel, herrschen im Millennium. Aber natürlich nicht nur über das Haus Israel, über die ganze Erde, über alle Menschen, die im Millennium dann sein werden, die sich fortpflanzen werden. Und die Heiligen werden mit und unter ihm herrschen hier auf Erden im Millennium, über die Menschen. Kehren wir zu Jesaja Kapitel 2 zurück. Jesaja Kapitel 2 und die Verse 1 bis 4. Jesaja Kapitel 2 und die Verse 1 bis 4. Dies ist es, was Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, der des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Dies ist ein wenig symbolische Redewendung hier. Mit anderen Worten, die Herrschaft Gottes wird über alle anderen Mächte existieren und aufgestellt und errichtet werden. Über alle Berge, über alle Hügel wird der Berg Gottes, die wahre Herrschaft, dann sein. Und alle Heiden werden herzulaufen, Vers 2. Nun aber, wenn es keine Heiden mehr gibt, weil es keine Menschen mehr gibt, wie können die dann herzulaufen? Alle Heiden werden herzulaufen, Vers 3. Und viele Völker, es wird also noch viele Völker geben, und die werden sich ja auch dann fortpflanzen im Millennium, die werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Christus wird in Jerusalem auf dem Thron Davids sitzen, von dort aus regieren, Recht sprechen. Und das wird sich herumsprechen. Und die Menschen werden erkennen, dass die Wahrheit aus Jerusalem gelehrt werden wird. Und sie werden dorthin gehen wollen, um mehr von dieser Wahrheit zu erfahren. Vers 4. Und er wird richten unter den Heiden. Er wird zurechtweisen viele Völker. Und da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Also das wird die Wirkung der Lehre Jesu Christi sein. Die Menschen werden erkennen, dass es falsch ist, Krieg zu führen. Dass Krieg nichts weiter bringt als Elend und weitere Kriege. Deswegen kann auch das Reich Gottes nicht bereits schon mit dem Ausgießen des Heiligen Geistes zum Zeitpunkt des Pfingstfestes errichtet worden sein. Denn wir hatten seit den letzten 2000 Jahren nichts weiter als Kriege.
Nirgendwo gab es Frieden, nirgendwo gab es irgendwie Gerechtigkeit für längere Zeit. Und die Bibel sagt uns sogar, dass in der Zukunft noch es einen gewaltigen Krieg geben wird, möglicherweise mehrere, die uns, wie ich sagte, an die Klippe der Selbstzerstörung bringen werden. Und wenn Christus nicht eingreifen würde, um diese Tage zu verkürzen, würden diese Kriege in der Tat ein Ende machen mit allen Menschen. Etwas, was Satan sehr gerne sehen würde. Satan, der Zerstörer, der Vernichter der Menschheit, der will, dass wir alle umkommen in diesem wahnsinnigen Krieg und diesen Kriegen der Vergangenheit. Aber Gott hat dies anders bestimmt. Und er wird Jesus Christus zurücksenden. Und Christus wird diese Tage verkürzen, sodass einige gerettet am Leben bleiben können. In Jeremia Kapitel 23 lesen wir Vers 5. Jeremia Kapitel 23 und in Vers 5. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Nun, dieser gerechte Spross ist natürlich kein anderer als Jesus Christus. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Vers 6. Zu der Zeit, wenn das geschieht, dann soll Juda geholfen werden. Die Juden, die in der Versklavung sich befinden werden, die wird Christus herausholen aus der Versklavung, wird sie zurückbringen ins gelobte Land. Und Israel wird sicher wohnen im gelobten Land. Auch hier wiederum der Unterschied zwischen Juda und Israel. Zwei verschiedene Völkerschaften in dem Sinne, das Haus Israel aus den Juden bestehend hauptsächlich und das Haus Juda aus den Juden bestehend und das Haus Israel, das sich, wie wir mehrfach gesagt haben, heute in Ländern wie Großbritannien, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Neuseeland, Australien und so weiter befindet. Die werden alle, laut Bibel, in die Versklavung gehen. Werden aber dann, wenn Christus zurückkommt, aus dieser Versklavung herausgeholt werden und ins gelobte Land gebracht werden. Und dies wird sein Name sein, Vers 6, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr unserer Gerechtigkeit. Nun, das wird nicht von Satan und Dämonen so gesagt werden, die angeblich ja die einzigen Lebewesen dann sind, die auf Erden wohnen. Nein, das sind die Völker, die zur Wahrheit kommen. Die werden erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, unsere Gerechtigkeit, der uns Gerechtigkeit gibt, wenn sein Heiliger Geist in uns wohnt. Und der uns Gerechtigkeit verschafft, dadurch, dass er gerecht richten wird. Er wird auf Erden herrschen. Er wird im Lande herrschen. In Matthäus Kapitel 5 und Vers 5 hatten wir ja gelesen, dass die Barmherzigen, die Sanftmütigen, das Erdreich besitzen werden. Nirgendwo heißt es, sie werden in den Himmel eingehen. Niemand fährt gen Himmel. Denken wir daran, dass Christus dies gesagt hat, deutlich gesagt hat. In Offenbarung Kapitel 5 lesen wir auch deutlich, wo diese Herrschaft stattfinden wird. Wir hatten bereits gesehen, wann sie stattfinden wird. Sie wird stattfinden, wenn Christus zurückkommt. An dem Tage, wenn seine Füße auf dem Ölberg stehen. Wenn er gegen die Armeen kämpft, sie in übernatürlicher Weise vernichtet, im Augenblick, die gegen ihn zu Felde ziehen. Und wenn dann das Millennium beginnt und wenn dann die Völker die Wahrheit erhalten und wenn sie sich hin und wieder ein wenig dagegen sträuben und dann wird Gott dazu beitragen und zusehen, dass sie in der Tat zum Beispiel das Lochhüttenfest halten. Wo wird das alles geschehen? Wo werden wir dann sein? Wo wird Jesus Christus dann sein, wenn das geschieht? Werden wir im Himmel sein? Einige sagen, ja, wir werden im Himmel sein und dann über die Erde herrschen. Die lehnen natürlich die Idee ab, dass es keine Menschen mehr auf Erden geben wird. Aber die haben diese falsche Vision von Ellen G. White insoweit anerkannt, dass sie gesagt haben, ja, aber wir gehen schon in den Himmel, nur herrschen wir dann nicht im Himmel, sondern wir herrschen dann über die Menschen auf Erden. Aber ist das das, was die Bibel sagt? Offenbarung Kapitel 5, angefangen in Vers 8. Und als es das Buch aufnahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten, also Engelwesen, nieder vor dem Lamm. Und dann jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebote oder die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie, also diese Menschen,
unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Wir werden ja Könige und Priester sein, wenn wir im Reich Gottes sein werden, um zu herrschen. Aber wo werden wir herrschen? Und sie werden herrschen auf Erden. Nicht nur über die Erde, sondern auf Erden. Sie werden auf der Erde sein. Christus wird auf dem Thron Davids in Jerusalem sitzen, um von dort Recht zu sprechen und zu herrschen. Wir werden ebenfalls auf Thronen sitzen, um auf der Erde über die Menschen zu herrschen. Das Reich Gottes, aus Gottwesen bestehend, wird über Menschen herrschen, um ihnen auch die Möglichkeit zu geben, letztendlich das Potenzial zu erlangen, das Gott von Anfang an für die Menschen vorgesehen hatte, nämlich Mitglieder zu werden in der Gottfamilie, einzutreten ins Reich Gottes, dadurch ewiges Leben zu erlangen. Schauen Sie, das ist das, was die Bibel lehrt. Und jeder, der etwas anderes behauptet, der etwas anderes lehrt, aufgrund von Inspiration oder Vision oder Eingebung oder was auch immer, lehrt nicht das, was die Bibel lehrt. Und lehrt von daher nicht die Wahrheit Gottes. Und wir müssen dies begreifen. Zum Abschluss noch eine weitere interessante Stelle im Matthäusevangelium, die uns ebenfalls zeigt, dass Jesus Christus hier auf Erden herrschen wird. Und diese Stelle beschreibt uns auch die Zustände, die existieren werden, wenn dies geschieht. Und dass wir in der Tat mit Christus über Menschen herrschen werden, hier auf Erden, nicht im Himmel über Engelwesen. Und wir lesen hier auch in dieser Stelle, dass es nicht nur darauf ankommen kann, dass man die Wahrheit lehrt, dass man die Wahrheit kennt, sondern auch, dass man die Wahrheit leben muss. Schauen Sie, es geht hier bei dieser Stelle um Zustände, die im Millennium herrschen werden, um Zustände, die in gewisser Weise bereits schon vor der Wiederkunft Christi existiert haben und um Zustände, die auch im großen weißen Throngericht herrschen werden. Es geht nämlich um zwei Kategorien von Menschen. Um Menschen, die die Wahrheit Gottes akzeptieren und danach leben und um solche, die die Wahrheit Gottes ablehnen. Und so lesen wir hier in Matthäus Kapitel 25, angefangen in Vers 31 über diese beiden Kategorien. Denn die wird es ja immer geben, leider. Es wird immer Menschen geben und hat bereits auch schon Menschen gegeben, die Gottes Wahrheit ablehnen werden. Hoffentlich diejenigen, die die Wahrheit heute erkannt haben, lehren und leben sie auch. Und diejenigen, die sie im Millennium erkennen werden, die leben und lehren sie dann auch. Aber einige werden eben, wie gesagt, es anders sehen. In Matthäus Kapitel 25 lesen wir angefangen in Vers 31. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann werden sie sitzen oder dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit hier auf Erden. Er wird hier auf dem Thron Davids sitzen, aber auch auf seinem eigenen Thron. Aber er wird kommen und die Engel mit ihm. Und dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Nicht unbedingt im Augenblick seiner Wiederkunft, sondern im Laufe dieses Prozesses. Es ist ja ein Prozess, für den man sich qualifizieren muss. Wenn Sie berufen sind heute, dann qualifizieren Sie sich heute bereits schon. Wenn Sie im Millennium berufen werden, dann wird man sich im Millennium qualifizieren, hoffentlich. Und das Gleiche gilt für das große weiße Throngericht. Aber einige werden sich eben nicht qualifizieren. Es werden also alle Völker vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Und da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich. Die haben es noch nicht ererbt, aber die sind jetzt dabei, es zu ererben. Und wenn man das Reich ererbt, wenn man das Reich Gottes ererbt, wenn man das Reich Gottes eingeht, wenn man das ewige Leben eingeht, dann wird man ein Gottwesen sein. Das Reich Gottes ist ja die Familie Gottes, die über andere herrscht. Und sie sind nicht im Reich Gottes, wenn sie aus Fleisch und Blut bestehen. Sie müssen also ein Geistwesen werden, ein vollwertiges Mitglied der Gottfamilie. Sie sind ja dann ein Sohn, eine Tochter, eine wiedergeborene Tochter, ein wiedergeborener Sohn Gottes im Reich Gottes. Jesus Christus ist ihr älterer Bruder, der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern. Und so sagt er hier, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Es war immer schon der Wille Gottes, dass der Mensch das Potenzial haben soll, ins Reich Gottes einzugehen. Aber einige werden eben dieses Potenzial ablehnen. Und so sagt er hier, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, ihr seid bei mir gewesen, zu mir gekommen. Und da werden ihm die Gerechten antworten. Die Gerechten,
die nach der Gerechtigkeit Gottes gelebt haben, und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen, haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Sie hatten das gar nicht so begriffen. Sie haben in keinster Weise gewusst, dass sie irgendetwas dieser Art Jesus Christus gegenüber getan hätten. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Mit anderen Worten, er sah es so an, dass wenn man etwas Gutes anderen Menschen gegenüber tut, dass man das Gott gegenüber tut. Und die Gerechten, die hatten diese göttliche Natur in sich entwickelt, dass sie von Natur aus, jetzt von dieser neuen göttlichen Natur aus, das Richtige taten, anderen halfen. Aber es gibt eben auch andere hier, die beschrieben werden, die das nicht so sahen. Und dann wird er auch sagen, Vers 41, zu denen zu seiner Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Jetzt sagen einige, aha, hier wird das ewige Höllenfeuer beschrieben und die Verfluchten gehen jetzt in dieses ewige Höllenfeuer ein, das für alle Ewigkeit brennen wird und diese Verfluchten werden für alle Ewigkeit dort gefoltert werden. Das sagt es hier keineswegs. Das ewige Feuer bedeutet, dass es zunächst einmal ein Feuer ist mit ewiger Konsequenz, wie wir gleich noch sehen werden. Es bedeutet, dass die Verfluchten in dieses Feuer hineingeworfen werden, um dort verbrannt zu werden. Es wird dies eine ewige Konsequenz für sie haben, indem dass sie nicht das ewige Leben ererben werden, sondern sie werden den ewigen Tod erleiden müssen. Jene, die die unvergebbare Sünde begangen haben, von der die dritte Auferstehung spricht. Schauen Sie, es ist bereitet, wie es heißt, dem Teufel und seinen Engeln. Warum? Weil die Werke des Teufels und seiner Engel, der Dämonen, verbrannt werden. Und die werden dann natürlich auch psychologische Qual haben, weil sie sehen müssen, wie alles das, wofür sie gearbeitet haben, die ganze Zeit hindurch, das wird keinen Bestand haben, das wird verbrannt werden. Das ist letztendlich das Schicksal des Teufels und seiner Dämonen. Aber die Ungerechten, diejenigen, die die unvergebbare Sünde begangen haben, begehen werden, die werden auch in dieses Feuer geworfen werden, um dort verbrannt zu werden. Das sind ja Menschen, das sind ja keine Geistwesen. Diese Menschen, die ja nun physische Existenz haben, die vernichtet werden kann, vernichtet werden wird. Und sie werden dann den ewigen Tod erleiden, eine Strafe mit ewiger Konsequenz. Schauen Sie, es wird von dem ewigen Feuer gesprochen, das über Sodom und Gomorra gebrannt hat. Aber das brennt heute ja nicht mehr. Das ist ja längst ausgegangen. Es wurde nicht gelöscht, es ging von selber aus, nachdem keine Nahrung mehr vorhanden war. Aber es hat natürlich auch insoweit, solange wie es gebrannt hat, zunächst einmal ewige, andauernde Konsequenz. Nebenbei gesagt, das Wort ewig in der Bibel muss nicht unbedingt für alle Ewigkeit bedeuten. Es kann auch eine Zeitspanne umfassen, die andauern wird, solange wie gewisse Zustände existieren. Wenn aber diese Zustände nicht mehr existieren, dann hat auch das ewige Feuer eine Begrenzung. Wir lesen zum Beispiel im Alten Testament, dass ein Knecht für ewig ein Knecht sein wird, wenn er gewisse Bedingungen erfüllt, aber natürlich nur so lange, wie er lebt. Wenn man gestorben ist, dann ist man kein Knecht mehr einem anderen gegenüber. Und so lesen wir hier jetzt auch in Vers 42. Ich bin hungrig gewesen, ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank im Gefängnis gewesen, ihr habt mich nicht besucht. Und dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Und dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Auch hier wiederum zeigte es sich, dass diese Menschen die göttliche Natur in sich keineswegs entwickelt hatten. Sie waren nicht willens, anderen Gutes zu tun. Obwohl sie vielleicht gedacht hatten, dass sie in ganz guter Position standen im Hinblick auf was immer, das ewige Leben vielleicht. Vers 46. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Ewige Strafe in dem Sinne, es hat ewige Konsequenzen. Sie werden einen ewigen Tod erleiden, einen zweiten Tod, von dem es keine Auferstehung gibt. Ihr Tod wird ein ewiger Tod sein, ihr Schicksal wird besiegelt sein. Sie werden nicht mehr weiter leben. Das wird ein Unterschied gemacht zwischen ewiger Strafe und ewigem Leben. Diejenigen, die in das ewige Leben eingehen, werden ewig leben. Die in die ewige Strafe eingehen, werden den ewigen Tod erleiden, den Tod, von dem es keine Auferstehung mehr gibt. Dieser Tod hat ewige Konsequenzen.
hieraus entnehmen zu wollen, dass man für alle Zeit und Ewigkeit in der Hölle schmort und gefoltert wird, ist absolut nicht im Einklang mit dem, was die Bibel sagt. Aber mir geht es jetzt hier darum, dass wir verstehen, meine Damen und Herren, dass es hier um eine Situation geht, die hier auf Erden stattfinden wird, die ganze Zeit hindurch. Beginnend mit der Wiederkunft Christi und dann weiter durch das Millennium hindurch, durch das große weiße Throngericht hindurch. Nicht im Himmel. Wir werden nicht im Himmel herrschen über den Himmel, wir werden auf Erden herrschen über die Erde. Das ist das, was die Bibel lehrt. Und wenn andere kommen, die ihnen durch Visionen oder Eingebungen oder ihre eigene Interpretation etwas anderes lehren wollen, so akzeptieren sie es nicht. Denn die Bibel lehrt eindeutig, niemand fährt gen Himmel. Die Bibel lehrt, wir werden auf Erden herrschen, und zwar über die Menschen dieser Erde. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Musik.